Überhaupt das Internet, was für eine praktische Sache. Egal, was einem gerade einfällt, egal, was man wissen will, irgendwas findet man immer im Netz. Und das Beste, in der Regel alles gratis. Häufig stößt man zum Beispiel auf interessante Artikel, die schon in der Zeitung erschienen sind. Texte, die Journalisten geschrieben haben, Texte, die sie vielleicht lange recherchiert haben, Texte, die die Verlage dann auch gerne ins Internet stellen und damit in Zukunft sogar Geld verdienen wollen. Nur der Journalist, der geht dabei meist leer aus. Daniel Brückerhoff über den Ausverkauf von Urheberrechten. Die Heimatzeitung in Garbsen. Hier entstehen die Regionalbeilagen der Hannoversche Allgemeine Zeitung des Matzak Verlags. Redakteure und freie Mitarbeiter berichten aus jedem Winkel der Region. Seit einigen Wochen auch im Internet. Für jede Region eine eigene Rubrik. Doch nicht jeder Artikel ist frei verfügbar. Der Matzak Verlag will seit kurzem Geld für seine Artikel. Paid Content, Bezahlinhalte im Internet. Von diesen Mehreinnahmen haben die freien Autoren aber nichts. Die Chefredaktion teilte ihren Mitarbeitern per E-Mail mit: Eine zusätzliche Bezahlung kann es nicht geben. Und dazu die Drohung: Freie Mitarbeiter, die darauf bestehen, werden leider keine Aufträge für relevante Geschichten mehr bekommen können. Von einigen werden wir uns unter Umständen trennen müssen. Wenn ein Mitarbeiter unbedingt meint, also nein, ich will auf keinen Fall, dass das jetzt online erscheint, sagen, wir bezahlen nicht nach Vergütungsregeln, da ist das mit drin, wir brauchen das in unserer Marktsituation, dann erwarten wir auch, dass wir das bekommen. Der Verlag will also mehrfach verwerten, aber nicht mehr bezahlen. Viele Mitarbeiter sind wütend, ärgern sich über die Erpressungsversuche, haben aber Angst, vor der Kamera etwas dazu zu sagen. Anonym ein schriftliches Statement. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Chefredaktion von vornherein an dieses hochbrisante Thema Urheberrecht herangegangen ist, macht uns wütend. Das werden wir diesmal nicht einfach schlucken. Was Matzak versucht, ist weit verbreitet. Die Verlage bangen um ihre Gewinne, bedroht angeblich durch das Internet. Sie wollen sparen, auch bei den Honoraren. Architekturjournalist Christian Tröster kennt das. Er schreibt für renommierte Zeitungen und Zeitschriften. Die Haltung ist überall dieselbe. Die Honorare für freie Autoren im Magazinbereich haben sich seit 20 Jahren nicht erhöht. Das ist also eine kalte Enteignung, die unausgesprochen stattfindet. Und auf der anderen Seite tritt man dafür immer mehr Rechte ab. Das heißt, man bekommt keine Möglichkeit noch an einer Mehrfachverwertung zu verdienen, wie das früher üblich war und wie das im Urheberrechtgesetz eigentlich vorgesehen ist. Autoren haben ein doppeltes Problem. Die Verlage sichern sich oft alle Rechte an ihren Texten. Konnte ein Journalist die Rechte behalten, hat er manchmal trotzdem nichts davon. Muss sich gegen illegale Kopien wehren. Hier ist ein Text von mir aus der Welt am Sonntag. Das ist ein Text über energieoptimierte Einfamilienhäuser. Und den habe ich im Internet wiedergefunden auf Websites. Also das ist zuerst gewandert auf die Website der Welt am Sonntag. Dafür habe ich ja natürlich auch kein Geld bekommen. Und von dort ist es kopiert worden von verschiedenen Institutionen und Firmen, die sich mit Solarenergie und energieoptimierten Häusern beschäftigen, die das einfach, ohne mich zu fragen, auf ihrer Website gepostet haben. Diesen Text. Christian Tröster ging dagegen vor, mit Hilfe des Urheberrechts. Die Texte verschwanden von den Seiten. Die Verlage machen sich solche Fälle zunutze, behaupten auch, durch unerlaubte Kopien viel Geld zu verlieren. Deswegen verlangen die Verleger von der Politik ein sogenanntes Leistungsschutzrecht. Dabei meldete zum Beispiel Axel Springer kürzlich ein Rekordergebnis durch das Online-Geschäft. Die Verlage versuchen über das Leistungsschutzrecht, was sie jetzt versuchen durchzudrücken auf der Ebene des Gesetzgebers, selber so zu tun, als wären sie die Urheber. Und die Urheber fallen hinten runter nach deren Vorstellung. Die Vorstellung zum Beispiel von Axel Springer Verlagssprecher Christoph Käse: Firmen, die angeblich gewerblich Tausende ihrer Artikel kopieren, sollen zahlen. An die Verlage zahlen sollen auch Nachrichtensammelseiten wie Google News. Schließlich würden die Betreiber mit den Textausschnitten Geld verdienen. Dass Google dabei auf Verlagsseiten verlinkt und so Portalen wie der Berliner Morgenpost Leser bringt, geben die Verlage nur ungern zu. Zapp bat die Verlage um ein Interview, stieß aber auf verschlossene Türen. Die Geschichte der leidenden Printhäuser soll offenbar nicht hinterfragt werden.
ich glaube, die Verleger haben sich am Anfang überlegt, hey, das ist doch eine gute Sache, das bekommen wir schnell durch Hinterzimmer, dann bekommen wir es in Koalitionsvertrag, dann kriegen wir unser Gesetz. Vor gut 2 Wochen erste konkrete Signale, wie das Leistungsschutzrecht aussehen könnte. Vieles wirkt unklar. Und das beunruhigt nicht nur Autoren. Die Proteste im Netz nehmen zu. Denn vom Leistungsschutzrecht könnten alle betroffen sein, die im Internet aktiv sind und dabei ein paar Cent verdienen. Nicht nur Journalisten, sondern auch ganz normale Nutzer. Es gibt viele Möglichkeiten, in denen das Leistungsschutzrecht auch Nutzer, die das jetzt nicht nur beruflich machen, betreffen könnte. Also etwa, darf ich eine Überschrift mit dem entsprechenden Link dahinter, darf ich die noch twittern, wenn es das Leistungsschutzrecht gibt? Das ist völlig unausgemacht. Wenn ich ein privates Blog habe, darf ich dann zum Beispiel einen Ausschnitt aus dem Artikel nehmen, so wie ich das bis jetzt mache, Überschrift und vielleicht den Teaser und den Link drunter, darf ich das dann in meinem Blog einfügen? Das ist unausgemacht. Auf die Nutzer könnten neue Abmahnwellen zukommen. Dabei ist die Urheberrechtssituation im Internet schon jetzt unübersichtlich. Wer sich aktiv im Netz bewegt, macht sich fast unweigerlich strafbar. Mit dem Leistungsschutzrecht würde sich die Situation verschärfen. Beispiel Bloggen. Eine Hamburg-Besucherin will ihre Freunde an dem Wochenendausflug teilhaben lassen. Auf Facebook erstellt sie einen kurzen Artikel. In den kopiert sie einen Text der offiziellen Webseite der Stadt Hamburg. Dazu lädt sie das selbstgemachte Foto hoch und eins, das sie bei Google gefunden hat. Außerdem bindet sie ein YouTube-Video ein. Das Resultat? Ein urheberrechtliches Chaos. Wenn aber jemand heute auf seinem eigenen Blog ein Foto veröffentlicht oder wenn jemand bei Facebook ein Video veröffentlicht, dann sind das eben urheberrechtlich regulierte Nutzungshandlungen, wie es so schön heißt. Das heißt, da greift das Urheberrecht ein und die meisten Leute kennen sich damit überhaupt nicht aus. Selbst Profis kennen sich nicht mehr aus mit dem Urheberrecht im Internet. Vor 3 Wochen gab die Welt kompakt bekannt, dass sie die Rubrik Tweet des Tages einstellen werde. Grund? Die Redaktion hatte Tweets von normalen Nutzern abgedruckt, ohne deren Einwilligung, fürchtete Klagen. Doch ob die Genehmigung zum Druck überhaupt notwendig ist, darüber streiten die Juristen. Nein, ich glaube, dass dieser Gedanke, dass man für jede Art von Verbreitung von irgendwelchen Inhalten den Urheber eben um Erlaubnis bitten muss, in der digitalen Welt nicht mehr zeitgemäß ist. Und da liegt eben ein ganz großer Stein des Anstoßes und des Streits in dem Fall. Im Netz wird über monatliche Pauschalen diskutiert, beispielsweise zusammen mit dem Internetanschluss. Das Geld würde an die Urheber verteilt. Inhalte dürften dann für die Privatnutzung bearbeitet werden. Stattdessen kommt das Leistungsschutzrecht. Es ist nicht in meinem Interesse und es ist auch nicht im Interesse der User im Internet, die mit noch weiteren Komplikationen im juristischen Sinne zu rechnen haben. Aber im Interesse der Verlage. Die haben die Regierung zu einem Gesetz gedrängt, das das Urheberrecht noch komplizierter machen könnte. Auch den Autoren der Heimatzeitung nützt das neue Gesetz nicht. Sie müssen weiter um ein Zusatzhonorar für die Internetnutzung ihrer Texte kämpfen. Ab Freitag wird verhandelt.